Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, das letzte Rennen beim Schwarzen Meer Grand Prix war das schlechteste der letzten Saison, der diesjährigen Saison, nicht letzten Saison, der diesjährigen Saison. Wir sind nur 13. geworden? Hat Ribeiro jetzt überholt? Okay. Ach, stimmt, wir sind 13er geworden, stimmt ja. Ja, das sollte auf jeden Fall in München hoffentlich besser werden beim Heimrennen des Teams. Und ja, was wir aber auf jeden Fall machen, ist mal, die Fahrer haben ja noch Vertrag, so gesehen. Aber wir gucken mal nach vielleicht neuen Fahrern, die man sich dann holen könnte. Weil gerade die junge Fahrer, die sind halt vielleicht am Ende gar nicht so schlecht. Und gerade jetzt hat man noch die Zeit zu suchen nach jungen Talenten. Und von daher passt das Ganze dann schon. So, Boxenkuh, wir haben einen drin. Na, die kann man alle nicht gebrauchen. Okay, die dürfen wir sowieso nicht, ne? Also von daher. So, wir machen mal einen Komplettwechsel. Das heißt, der Heber, der kann hinten heben. Also hinten sollte schon ein Heber sein, der auch gut ist. Ein Vorderheber brauchen wir einen 618. Warum ist der beim Reifenwechsel? Verdammt. Ja, der ist eigentlich auch gut ausgeruht. Dann kommt der dahin. Der kommt dann. Ja, der ist auch gut. Boah. Ich brauche da Leute, die eigentlich nicht so gut irgendwas können. Die man das ganze Jahr über dann nur noch da einsetzen kann. So, Reifenwechsel, Reifenwechsel. So, haben wir alle Reifenwechsel. So, passt. Bin ich zufrieden mit. Hier sind auch alle abgelehnt. Und ja. Pole Position für Zwiepfen. Nackenprobleme bei Stock. Ja, natürlich. Ist halt teuer. Ne? Da kann man leider nichts gegen machen. So. Und ich schau mal. Wir müssen natürlich langsam auch mal an die Stärke denken. Wir haben so noch relativ lange. Wow. Was für Verträge. Na, wir nehmen mal Brutus-Reifen, weil die geben uns 100.000 immerhin und sind nach 6 Rennen schon wieder vorbei. Das ist gar nicht gut. Das ist ein richtig schlechter Sponsor. Weil wir machen jetzt knapp 1 Million minus. Aber ich würde gerne bei 1 Million bleiben pro Rennen. So, wir gucken mal natürlich nach der Zuverlässigkeit. Die müssen wir auch hinkriegen. Wir haben nur 10 Tage. Ist nicht lange. Den Motor könnten wir auch, aber ich würde gerne mal ein Rennen haben, wo wir gar nicht mehr reparieren müssen. Und wenn halt nur was ganz Kleines. Das geht schnell, das muss man sagen. Jetzt, diesmal geht es wirklich relativ schnell nach München. Deswegen werde ich das Training vermutlich mal in der Schnellfassung machen. Finanzmanagement, weil ich glaube, einbauen, 5 Tage, nee. Das heißt, das Getriebe wird erst bis nächste Rennen fertig. Das ist krass. Es kommt aber auch immer gut. Dadurch können wir halt wirklich unseren Wagen mal auf Vordermann bekommen. Und dann müssen wir natürlich mal gucken, dass wir auch die richtigen Sachen im richtigen Auto haben. So. So, wir haben 80% überall. Das ist doch schon mal perfekt. Also fast überall. Wir müssen einen Frontflügel bauen. Wir müssen die Aufhänge noch ein bisschen hochpushen. Der Heckflügel haben wir ja noch. 71%. Ja, im Großen und Ganzen aber wieder. Nächstes ist der Motor, den wir dann fertig machen. Danach müssen wir halt eine Bremse. Wir müssen noch eine Bremse bauen, wir müssen noch einen Frontflügel bauen, wir müssen noch einen Aufhänger bauen und noch einen Heckflügel. Und Getriebe. Also da sind wir noch lange dabei. So. Das passt auch. Motor bin ich eher noch nicht der Freund von. Aber Motor, sie kriegt man den stärkeren Motor, damit sie endlich mal zufrieden ist. Sie ist momentan etwas schlechter, ja, aber das ist halt jetzt so gesehen nur das Ding. Okay, sie ist allgemein mittlerweile schlechter, das muss man auch sagen. So, jetzt bekommt sie aber auch mal langsam die besseren Teile ins Auto. So. Das passt doch ganz gut. Nee, er sollte ja das. Nee, stimmt, passt doch. Er soll die Sachen bekommen, die mehr Ausdauer haben, weil dann kann ich sie so gesehen fahren lassen.
So. Nein, da kann man noch. Das heißt, wir haben dem Motor schon ein bisschen Leistung gegeben. Wir sind jetzt bei 58%. Wahnsinn. Das dauert noch ein bisschen natürlich. So, den Motor nehme ich hier raus, das Getriebe nehme ich auch raus und auch voll auf Leistung. Das Motor ist ja schon der letzte Motor, den wir haben. Das ist leider sehr schade. Getriebe können wir auf jeden Fall, glaube ich, noch eins bauen dann. Aber, ja. Groß und Ganzen sieht es ja gegen, zumindest mal gegen Van Dort sehr gut aus. Ne? Wir sind da auch auf Platz 8, weil wir ja, den 7. Platz mal geholt haben. Gott sei Dank. Dank Stock. So, Sponsoren. Ja, wir versuchen natürlich 12er zu werden, damit wir nur 720.000 Minus machen. Nur. Aber ja. Irgendwann wird es kommen, dass wir sagen, komm, wir werden halt Dritter und dann kriegen wir halt diesen Sponsor. Und ja. Da müssen wir noch abwarten. Das dauert noch ein paar Jahre, bis wir da. Erstmal müssen wir in die Nähe von einer Sekunde kommen. Pro Runde. Es gibt manche Strecken, da haben wir es ja, aber nicht alle Strecken. Und von daher. Problem ist, Stock ist natürlich ein mega guter Fahrer. Wenn wir einen finden, der genauso gut ist, mehr Marktwert hat und ein Betäuber ist, dann wird der ausgetauscht, genau wie Key. Ich will zwar keine drei Paytroyers haben, aber wenn es so wäre, wäre es halt. Wenn die halt gut sind, die Fahrer, ne? Wo haben wir München? München. Oh, die Aerodynamik ist zu hoch. Okay, dann gehen wir vorne mal ein bisschen tiefer und hinten auch ein bisschen tiefer. Ist eine schnelle Strecke. Ich will da, Mann. Mediums natürlich. Obwohl hier könnte man, glaube ich, eine gute Einschubstrategie fahren. Marbad. So, hier ist auch München. Eieiei. Beide haben viel zu viel Flügel. So. Dafür ist die Geschwindigkeit jetzt so. Alter, was geht denn hier ab? Ist auch hier die Mediums werden getestet. Und los. Training. Schauen wir uns diesmal an, weil ich habe gemerkt, dass wir sehr schnell da durch sind. Mit den Einstellungen. Und von daher, es sind zwar 20 Minuten, und das Qualifying ist auch nicht das längste. Da hätte man halt 20 Minuten Qualifying, dann wäre das vielleicht ein bisschen angebrachter. Mal schauen, das Wetter. Vielleicht kann das ja noch ein Hin und Her geben damit. Das Fahrverhalten ist perfekt. Ja, du fährst erstmal ein paar Runden. Bei Key will ich halt hier sehr schnell auf Quali drin gehen. Und Fahrer hat ja den Vorteil, dass er halt ein deutlich besseres Feedback gibt als Key. ...1,2 Sekunden Rückstand. Das ist schon sehr viel. Key hat... Okay, man muss auch sagen, jetzt Key hat einen besseren Wagen mittlerweile jetzt wieder. Als jetzt im Vergleich zu Fahrer oder Stock. Hat einen stärkeren Motor und stärkeren Getriebe jetzt drin. Vielleicht kommt sie dadurch etwas weiter nach vorne. Wenn ich merke, okay, sie ist halt doch nicht so gut, dann gebe ich auch Stock den besseren Motor. Aber erstmal abwarten, was wir auch für Fahrer vielleicht finden. Wie gesagt, ich darf keine Fahrer entlassen, aber... Vielleicht ist es ja so, dass wir ein paar gute Fahrer finden, die wir dann holen können, wenn es soweit ist. Weil hier haben wir schon seit der zweiten Saison. Das ist auch schon sehr lange. Ja, Fahrer stellt sich nicht schlecht an. Haben auch 10% auf Rennen drin. Was macht ein Kiso? Die muss auch bald schon in die Box. Ah, Kitano kommt auch mega mittlerweile richtig nah dran an die Spitze. Ne? Die werden da so langsam auch gefährlich für Rosini und Steinmann. Und sie kommt in die Box. Er fährt dann erstmal weiter natürlich. So, glaube ich, eine Runde kann Musa weiterfahren. Qualität sieht auch sehr gut aus eigentlich, so, muss ich sagen. Da sollten wir auch zumindest mal 10% mindestens mal holen.
Ah, die Softreifen auf jeden Fall fürs Qualifying wichtig. Fürs Rennen eher die Medium. Harte sind es auch nicht so verkehrt, aber die Aerodynamik geht klar. Wir packen mal ein bisschen weniger drauf. Geschwindigkeit machen wir mehr Beschleunigung. Und den Wagen allgemein machen wir etwas weicher. Quali-Trim mit den Softreifen. Und trotzdem werden wir es nicht schaffen, da vorne mit rumzufahren mit denen. So, 15%. Eine Runde fährt er nur länger, ne? Das ist nicht so verkehrt. Und auch nicht so viel. Zwei sei jetzt hier auf Platz 10. Das ist mal sehr gut. Okay, man weiß natürlich nicht, welche Reifen die fahren. Ich speichere das Setup mal. Auf Fahrers Namen. Okay, kleine Änderungen muss ich ja leider machen, damit die Dings weitergeht. Aber das ist ja ein Mega-Setup, was wir da rausgesucht haben bei ihm. Leider funktioniert das nicht wie Key. Sie können wir reinholen. Dann, wenn das Setup nicht gut passt, dann holen wir mal sein Setup. Und schauen wir mal. Okay, die Aerodynamik ging in die falsche Richtung. Die anderen Sachen sind besser geworden. Jetzt laden wir mal das Setup von. Wir haben sogar mehrere Momente. Okay, ich habe gesagt. Wo ist denn das? Da, das ist so. Okay. Da ein paar Anpassungen müssen wir machen, die Aerodynamik passt. Okay, wir machen den Wagen weicher. Und die Geschwindigkeit bleibt genau mal so. Drei Runden. Lass rausfahren. Wir lassen die auch jetzt mal jetzt fahren. Aber wir wollen ja die Prozente da hochballern noch. 15% sind immerhin 15%. Hat Fahrer echt zu viel Rückstand? Ja, hat er. Aber wie gesagt, er ist mit Abstand der schlechteste Fahrer überhaupt im kompletten Feld. Das ist gut, dass er halt wirklich nur ein Testfahrer ist, so gesehen. Ist natürlich nicht schlecht, so einen Testfahrer dann so langsam reinzuschicken in die World Motorsport Championship, aber die verbessern sich halt dadurch nicht so sehr. Oh, er hat geschafft. Unter 2 Sekunden. Das als noch nicht mal 3-Sterne-Fahrer. Er kann 3-Sterne-Fahrer werden, aber er ist halt noch nicht. Aber okay, man muss sagen, er fährt natürlich jetzt auf den Soft-Reifen. Und wenn McLeod, glaube ich, auf den harten Reifen die Zeit gefahren ist, das ist auch nicht so berauschend. Na, er verbessert sich zwar noch mal etwas, vermute ich mal. Ja, minimal. 4 Minuten. Na, Key kommt da irgendwie gar nicht mit klar. Mit dem Setup nicht oder halt allgemein nicht mehr mit den Softreifen. So, Fahrer hat jetzt auch, glaube ich, 2 Sekunden Rückstand. Als einzigstes. Vielleicht könnten die jetzt nochmal rausschicken und dann mit ein bisschen Volldampf geben lassen. Will ich aber nicht. Ne, die Reifen sind natürlich jetzt K.O. Die können wir nicht mehr gebrauchen. Komm, 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 komm. Aha, okay. Setup schlechter geworden. Eine Runde reicht. Kurz ein bisschen umändern und dann passt das schon. Für Key wird es schwierig. Aber wir können sie halt rausschicken, um halt das bisschen, was sie halt noch schaffen kann, rauszuholen. Wow, Setup gut. Na, Hauptsache, wir sind auf der Strecke. Schafft er es über die Linie? Wäre halt auch nicht so schlimm, ne? So, er kommt auch rein. Perfekt. Hat alles super funktioniert. Okay, sie kommt sowieso in die Box. So, beide sehr gut. 13. und 20. Okay, der 20. Platz ist jetzt nicht unbedingt
den besten, den wir uns jetzt holen konnten. Aber mit Mediums, sie ist mit Mediums halt die Zeit gefahren. Eher mit den Softreifen. McCloud auch auf dem Softreifen war 6/10 schneller. Oh. Aber okay, man kann ja halt die beiden Fahrer nicht miteinander vergleichen. So, weiche Reifen mit Qualitrim und optimal. Obwohl, nee, Temperatur ist zwar hin wieder ganz gut, gerade am Anfang der Saison. Aber ich finde eigentlich, dass die 15%, glaube ich, schon einen Tick mehr Ausschlag geben. Ich weiß halt nicht genau. Viel Zeit haben wir sowieso nicht. Zwei Versuche sollten aber drin sein. Wetter spielt auch mit. Stock natürlich mit seinen Nackenproblemen nicht gerade. Sehr berauscht dabei. Ich bin schon mal gespannt. Normalerweise hat Stock immer in der schnellen Runde halt Key überholt bekommen. Könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden. Weil er hat immer das stärkere Auto. So, war da. Beide perfekte Reifentemperatur. Haben leider etwas Verkehr. Natürlich muss jetzt einer von den beiden von dort vor uns rumdümpeln. Aber es geht noch. Also die stören halt nicht so extrem. Er stört Key Stock mal wieder. Aber er kommt nicht vorbei. Und er hat gute 3/10 Vorsprung bisher. Jetzt, okay, war nur 66/1. Und am 1,4 Sekunden, 1,5 Sekunden Rückstand. Auf Van Zuften. Okay, wie gesagt, Chirot ist ein direkter Konkurrent. Boah, was werden wir da für eine Runde? Alter Verwalter. Haben die geupdatet? Wir sind 14. und 16. Ich hoffe mal, dass es eigentlich nicht so bleibt. So, jetzt wird sie auch raus. Wir haben noch eigentlich schon genügend Zeit, um rausfahren. Aber ich will, dass beide eigentlich eine freie Runde haben. So, Ribeiro fährt nochmal raus. Und auch nochmal Vidal und Fox und Naito. Okay, für Moody kommt es zu spät. Der ist auf jeden Fall schon mal hinter uns. Das ist schon mal sehr gut. Aber eine halbe Sekunde aufzuholen, das wird schwierig. Auch wenn er jetzt eine freie Runde hat. Hat er gerade eben ja nicht gehabt. Manchmal kann es helfen, so einen vor sich zu haben. Manchmal auch überhaupt nicht. So, er hat auf jeden Fall schon mal eine Zeitenverbesserung im ersten Sektor. Sie schafft es auch. Perfekt. Zweite 6/10, das wäre momentan so, ja, Top 10. Was kommt der letzte Sektor noch? Und den... Ja, schafft er nicht so ganz. Jetzt kommt dann Key, die ist auch sehr gut unterwegs und schiebt sich auf Platz 15, also ein Platz vor. Naja, 15, 16. Okay, 15, 17. So. Also eine halbe Sekunde Vorsprung auf die Van Dorts ist schon mal sehr gut. Die erste Saison, vielleicht auch die zweite Saison, sind halt noch eher so hoffen, dass wir nicht absteigen. Weil das Punktesystem, ich werde die Million ausgeben dafür. Das ist mir in dem Moment dann egal, aber das würde ich doch schon gerne machen. So, Mittel und vielleicht müssen wir die Bremse reparieren. Aber eigentlich sind wir mittlerweile so weit, dass das Auto hält.